Norbert Hochreutner, der Heinz Ramstein, bitte mal zu dir hier auf die Bühne zu kommen. Weil wir noch eine ganze Reihe von Fragen an Sie haben, wie denn ein solcher Krimi überhaupt zustande kommt. Weil, wenn man das Titelblatt gut anschaut, dann heisst es ja hier drauf Norbert Hochreutner und Heinz Ramstein. Und ich habe die Frage seinerzeit im Status Suisse schon mal gestellt, aber ich bin nicht ganz befriedigend beantwortet worden. Zwei Köpfe, eine Geschichte. Wie geht denn das? Wer schreibt, wer denkt, wer kritisiert, wer geht wer über das Mund, über den Griff? Das nimmt mich gleich noch ein bisschen wunder. Ich habe gehört und habe vermutet, dass vor allem geschrieben hast du, Heinz. Ist das richtig? Das ist richtig. Ich habe hier eine Arbeitsstelle gehabt, mit Norbert und ich. Er hat gedacht, du hast geschrieben. Er hat nicht gedacht. Also wir haben auch mehr gedacht, er werde nur schreiben. Das ist eines, natürlich im Sinn von improvisiert worden. Der Norbert hat mich immer ein bisschen zurückgehalten, dann habe ich etwas Falsches gemacht, politisch. Also etwas. Der für Korrektness geschaut. Er hat mich dann zurückgeholt, wieder auf das Parkett von der Möglichkeiten. Aber wir hatten da sehr gute Zusammenarbeit, ich muss das sogar loben. Wir haben den Plot haben wir gemeinsam gemacht, das Konzept. Das haben wir erarbeitet im gemeinsamen Fall. Ja, ein paar Stunden haben wir gebraucht dafür. Ja. Das haben wir jetzt schon gewundert. Also, zuerst muss eine Art, wenn ich das dem so darf sagen, das Drehbuch, der Plot muss zuerst entstehen. Wie ist das? Allererste Mal, wo ihr zwei zusammenhockt und von einem neuen Dubach redet, wie muss ich mir das vorstellen? Also der Plot ist eigentlich in meinem Kopf schon entstanden, bevor ich mir den letzten Krimi fertig geschrieben habe. Ich habe schon lange gedacht, Bundesratswahlen. Du kannst ja nicht einen Krimi schreiben über ein Umfeld, wo du nicht drin bist. Also du kannst nicht, ich fände es nicht über ein Inselspital. Oder über den Vatikan oder irgendetwas, wo ich nicht drin bin. Ja, ich bin als CVP oder Vatikan. Aber du musst immer in einem Umfeld sein. Und dann, in diesem Umfeld kommt dann während der Session schon etwas im Sinn. Oder? Und vor allem bei diesen Bundesratswahlen, das ist ja absolut Wahnsinn, was da abgegangen ist. Die letzten zwei, drei Mal, das habe ich vorher als Journalist nie gehabt, habe ich als Politiker nie gehabt. Und dann habe ich jetzt ist es geboren, das ist das Thema. Und dann haben wir den Plot gemacht, geschrieben, Drehbuch. Das ist, Drehbuch ist etwa die Hälfte fast, kann man sagen. Das ist fast die halbe ausformulierte Geschichte, aber noch nicht in der subtilen Schrift, wie es der Heinz hat. Und sind dann die einzelnen Figuren, hast du gehört, der Dubach kommt vor, der Vogunter kommt vor, das kann man sich vorstellen, der kommt der Verleger und so. Ein paar Figuren sind gesetzt, aber da kommen ja auch neue vor. Hat man die am Anfang alle schon auf dem Plan irgendwo drauf? Oder führt man da unterwegs noch Figuren ein? Die werden unterwegs auch noch eingeführt, aber die wesentlich hat man am Anfang. Das ist die Frage. Und wenn man im politischen Parkett ist, dann hat man auch den einen oder anderen im Kopf während der Session. Habe ich mal so ein bisschen rumgeschaut, dann bin ich gerade voll los gewesen. Welchen könnt ihr jetzt hier wieder reinnehmen? Und in der ersten Fassung waren wir relativ nah dran gewesen. Zum Beispiel, einer geheissen Altbundesrat Locher. Das war fast nicht Punkt gewesen. Das wäre jetzt Punkt gewesen. Und vor allem haben wir gesagt, nein, wir gehen weg davon. Wir haben es ganz anders. Ganz anders. Aha, und der andere hat jetzt Bundesrat Juni. Ja, nein, sie sind ziemlich verfremdet. Heinz, dann fängst du an zu schreiben nach dem Plot und dann kommen wir nach einer Zeit zusammen und lesen das miteinander und schauen das an. Was sagt er denn aber? Super oder sagt er, hast du gar nicht begriffen? Beides. Im Prinzip ist es so, dass ich das schon aus einer Feder kommen, das ist klar, da haben wir so angemacht. Aber der Input und die ganze Begleitung von Norbert ist laufen gewesen, wir haben immer zusammengesessen. Wie manchmal kommt man da zusammen im Laufe so einer Welt? Etwa dreimal. Pro Woche oder insgesamt? Nein, insgesamt. Ah, jetzt habe ich gedacht, dass Sigi wäre drei Monate. Du kannst das noch dranhängen. Das ist ja ohne 30 Mal. Ja, wenn wir alles zusammen mit dem Telefon. Also wir haben, wie gesagt, tatsächlich eng zusammengearbeitet und dann hat Norbert mir auch geholfen, wenn ich etwas falsch gemacht habe im politischen Bereich, ist er ja der Profi und dann haben wir das dann korrigiert und ich habe inhaltlich und konzeptionell und so vom Stil her versucht, einen echten Ghost zu machen.
Also ihr seid ja beide eigentlich Politiker und Journalisten. Du warst ja sogar Chefredakteur gewesen von Berner Tagblatt und so. Aber kann man sagen, er hat mehr den politischen Teil und du hast mehr den journalistischen Teil gebracht? Oder ist das durcheinander gegangen? Es ist durcheinander gegangen. Im Prinzip, der Plot ist der politische Teil ist eingeflossen in den Plot und dann die Umsetzung, also die Stil und alles zusammen, haben wir nachher hingemacht und gemeinsam übernommen. Jetzt habe ich eine kleine indiskrete Frage, denn die hat jetzt ein bisschen weg und so. Wenn man hier rumschaut im Saal, wenn man Geschichten gelesen hat, vorher überall Norbert, Norbert, Norbert. Dass der Heinz Ramstein auch noch vorkommt, dass man sich fast entdecken kann. Bist du mal so Kist, dass du in einem solchen Team mitmachst und dann am Schluss nicht zu Geld kommst? Nein, ich bin an sich ein Marketingmensch. Und als Marketingmensch muss man ganz klar sehen, wen kann man am besten verkaufen. Und wenn man den Norbert anschaut, dann ist es klar, wer sich besser eignet für das Plakat. Wenn man nicht ein Plakat wäre. Also, das ist natürlich der Herr da, der Herr Lukas sein vorher gehört. Er ist natürlich der beste Marketingmensch, den ich kann. Und ich habe mich immer dagegen gewehrt. Und er hat gesagt, nein, ich bin so überzeugt, gell? Wenn nicht wenigstens einer bekannt wäre vom Duo, hättest du wahrscheinlich den Krieg nicht geschrieben. Oder nicht losgelegt. Oder nicht verleiht, sagen wir es so. Also von dort her gesehen, spielt das heute im heutigen Handel eine Rolle. Marketing ist wichtig. Also mir beeindruckt das, dass zwei Figuren, die ganz unterschiedlich da in der Öffentlichkeit stehen, zusammen ein solches Werk machen können, in Harmonie irgendwo durch das Dach, glaube ich, sagen. Sonst hätte er sicher zum dritten Mal das zusammen gemacht. Das denke ich also schon noch eine Leistung und sicher nichts alltäglich. Du hast vorhin gesagt, du hast die Geschichte schon im Kopf gehabt, wo der letzte Dubach nicht in fertig war. Ich nehme an, dass du jetzt schon wieder eine Geschichte im Kopf hast für den nächsten Dubach. Der da hier schweizen, oder? Hab Sorge, du willst nicht mehr in Schengen schreiben. Wo, ich will schon mehr, aber es wäre jetzt immer ein bisschen ein Strapazen, weil der Glasbuch haben wir eigentlich noch gar nicht geschrieben gehabt, wo wir den Verlagsvertrag schon hatten. Und dann hat es geheißen, schreibt den Roman. Und dann ist der Termin ist immer nirgendwo. Und los habe ich noch schon letztes Mal etwa 3 Wochen gehabt und das mal nicht viel mehr. Mhm. Aber immerhin war die Geschichte da gewesen, im Unterschied zum letzten Mal. Das war viel schlimmer gewesen. Weil der Lukas sein, wenn wir mal einen Kaffee trinken im Büro und wir haben noch gar nichts in dieser Richtung vorgesehen. Das ist schon mal ein Status, noch gar nicht. Das ist da Fußball-Euro. Und dann ist er ausgestiegen aus dem Lift, es ist ins Büro reingekommen. Und dann sage ich, ciao, Lukas. Und in dem Moment ist mir die Idee von der Euro. Ich dachte, Lukas, wir machen einen über die Euro. Ich hatte keine Ahnung, null. Und dann hat er gesagt, jawohl, machen wir. Da ist mir ein bisschen gemurft worden. Dort habe ich gar nicht. Da haben wir jetzt schon den Raster und alles ist schon da gewesen, bevor wir den Vertrag haben. Also du hast natürlich immer mit Gebieten auseinandergesetzt oder verstehst. Das erste Mal ist es um Kunstrot gegangen, das zweite Mal eben um Fußball, Recht und Fußball, das dritte Mal jetzt um Politik. Der vierte Dubach, was ist das? Da bist du noch in der Verkehrskommission und so. Passiert im Bahnhof, der Mord am Bahnhof. Post wäre ein super Thema, vielleicht der Big Lay wäre vielleicht ein super Thema. Und dann kommt der UBS Bankkunden da. Gut, Bank da hier natürlich Bankgeheimnis. Also wenn das alles ist, oder das sagen vor einem Jahr passiert, dann hätten wir da wahrscheinlich mehr. Ja, aber ja, die Post würde mir nach wie vor gefallen, wir sind Zerkinder auf den Förderanlagen, die Leichen verteilen ganz viel. Könnten wir uns halt im Vorteil? Wir nehmen es auf. Wir nehmen es auf, gut. Wir müssen überraschen.